Willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter. Sehr lange nicht gespielt, das Lego-Game. Diesmal wieder natürlich mit in Begleitung mit dem zweiten Charakter, mit Ikor. Wir hatten ein bisschen Startschwierigkeiten mit der Tastaturbelegung, weil das Remote Play geändert wurde. Naja, aber wir haben es geschafft. Wir haben es hingekriegt, genau. Ah ja, stimmt. Ich muss auch mal vielleicht mal gucken, wie man nochmal zaubert. Ach ja. Das ist das so. Ja. Wie ging denn das gleich nochmal? Also mit H konntest du so drehen, das ist bei mir, also müsste bei dir die 4 sein. Die 1 ist es bei mir. Ah ja, hier, die Oder so, 1. okay. Oh, guck mal, da gibt's Geld, Geld, Münzen. Geld, Geld, Geld. 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 Ach, hier ist wieder Gallium überall Geld, da und oben ist auch Sickle. Geld. Gleich einsammeln. Oh. Ups. Bei einem tropfenden Kessel konntest du, glaube ich, immer irgendwas einsammeln. War der Tresor da hinten? Ach, das war der. Da sind wir auch rein, ja. Der Keller? Waren wir da schon mal drin? Oh, sorry. Nicht War schlimm, nicht das gut. geht raus übrigens. Wo ist denn wieder das hier? Das ist Ist die es die? Winkelgasse. Aha, waren wir da schon mal? Ja. Im Ziemlich ersten sicher. Teil. Ja. Guck hier. Aber ich glaube, das war eine andere Ansicht. Da sind wir doch von hinten nach vorne irgendwie gelaufen. Oder? Ja, kann sein, aber irgendwie gerade kann ich da auch nicht zaubern. Wie wechsle ich nochmal das Zauberspiel mit C, glaube ich. So. Zauberspruch C und Umschalt links. Das ist bei Aber es dir. lässt sich nicht bezaubern da oben. Bin verwirrt. Es glitzert, aber es lässt sich nicht. Das ist doch eigentlich dieses pinke Glitzern, oder nicht? Das helle, helle Glitzern ist das. Vielleicht können wir einfach noch nicht. Das kann natürlich auch sein, dass wir nichts dürfen. Ah! Bisschen Geld auf jeden Fall. Naja, okay, gehen wir mal zum Hauptgame zurück. Folgen wir dem, weil Münzen haben wir echt, echt viele. Wenn wir genug Geld haben. Hier können wir es dann nochmal ausprobieren, weil das müsste jetzt. Hä, das glitzert ja auch, aber es geht nicht. Oh, warte mal. Sorry. Enter ist anscheinend Pause. Nächster Zauberspruch 4, bei dir ist es C. Ah, jetzt kann ich wechseln. Ja, genau, aber das geht halt nicht. Egal, let's go. Beginne Jahr 2. Das machen wir jetzt. Hab geändert. Geändert. Oh. Der Dattel sieht richtig freundlich aus. Der Zauberstab sah seltsam aus. Bobby. Böser Bobby. Oh nein. Die Briefe. Und so eine eigene Auslegung der ganzen Story. Aber ein bisschen was haben sie übernommen von dem Real, ne? Er hat sogar geschnippt. Jetzt ist er eingegittert. Die haben sogar eine Überwachungskamera. Oh, ach so, okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh. Aha. Der ist schon wieder. Drei Steine vorne drauf. Und es ist nur Ron. Wo sind Fred und George? Eben, ich wollte gerade sagen, Vernon ist jetzt nicht runtergeflogen, aber er hat sich selber abgestützt. Ja. Abstützen lassen. Ja. Die Die Eule, Eule, die bitte. Eule. Die Mutter stand direkt da. Stimmt, da Ron und George und Fred fehlen. Da sind wir. Yay.
Hey, ich kann zaubern. Das sind die Gnome, oder? Mhm, aber ich kann sie nur anschießen und da passiert nichts. Oh, Geld raus. Ich glaube, vielleicht müssen wir erst nochmal wieder irgendwas lernen dafür. Kann man hier rein? Ja. Das kann sein, dass wir das machen müssen. Ron ein blaues T-Shirt oder einen blauen Pulli angehabt? Der war doch. Oh, gut, nee, war so. Echt, war der blau? Ja. Hä? Achso, ich wollte schon sagen, das Geld verschwindet einfach. Oh. Hier ist eine Waschmaschine. Da passiert doch bestimmt was, wenn wir da etwas drauf schießen. Nicht mehr. Okay, da gibt's ein Auto. So, jetzt hier aber. Das sieht doch danach aus. Ja, guck mal, das kann man zusammenbauen. Jetzt hast du mich angeschossen. Was machen wir mit Zauberwechseln? Mit 4. Du musst einfach den grünen nehmen, dann kannst du nämlich, wenn du drauf hältst, alle Zauber machen. Dann meldet er dir automatisch, ob der passt. Perfekt. Oh, du kannst damit jetzt fahren, wenn du willst. Wir müssen übrigens alles sammeln. Wir haben schon wieder den unglaublicher Zaubererbalken da oben. Siehst du das? Mhm. Das ist also ein Level. Das bin ich die Ratte. Aber irgendwie mit den Dingern läuft das nicht. Personen wechseln, was war das? Musste man die scheuchen vielleicht? Hm. Oder die sind. Ah ja, manche Level musste man ja mehrmals spielen, weil da irgendwelche Sachen drin waren, die man nicht machen konnte, ne? Erst nachdem er den Zauber erlernt hat, ja. Genau. Oh, die Musik. Was machst du denn da hinten? Das ist ein Loch. Du bist die Ratte, ach so. Ich bin die Ratte. Ich dachte die ganze Zeit, was machst du denn da hinten noch so starrst auf dem Boden? Ich komm dann mal weg. Was war denn dann mal die Taste zum Wegkommen? Steuerung recht. So wie du reingekommen bist, kommst du halt ja wieder raus. Aber du kannst hier hinten buddeln, da kannst du vielleicht mit der Ratte buddeln. Ich bin mir das mal. Weiß gar nicht, oder ist das der Hund, der das machen muss? Das sind Hundepfoten. Ja, dann ist der Hund, genau. Ich glaube, man muss diese Dinger durch diesen Korb da hinten werfen nachher. Die Gnome? Mhm. Wie kann man denn nochmal greifen? Das steht doch auch da, oder? Markieren, springen, Handlung ist H. H. Ich krieg halt nochmal. Nö, nee, kann halt ich nicht. Weg. Ah, jetzt komme ich wieder hin. 2 ist es bei mir. Aber, ach ja, die müssen diesen Pfeil oben drauf haben, damit das funktioniert. Handlung ist HJ vielleicht? Ne, das ist Crab. Das war der Tarnumhang. Ja. Das ist kein Crab. Also damit kann ich hüpfen, aber wie aktiviere ich denn nochmal, dass ich da reingehe? Wahrscheinlich N oder sowas. K ist damit stecke ich das weg. J ist Spezial. J ist Spezial und dann? U ist Springen, H ist Handlung und das war's. Da kannst du da einfach noch nicht rein. Doch, das sind diese Dinger, wo du mitfahren kannst und alles plattmanschen kannst. Bei uns fehlt wirklich noch was. Hm. Der ganze Kreis ist ja noch frei. Ah, ja, klar. Also, ich guck mal auf dem Traktor, vielleicht gar nicht da. Das ist eigentlich so ein klassisches Ding, wo man einsteigen kann. Stimmt, ja. Es ist K. Ah, K ist es bei dir. Markieren. Ja. Nummer 3 bei mir. Ich kann die wegfahren, aber das was bringt. Versuch gerade mal die. Ach ja, tatsächlich. Das ist ein Kürbis. Ja, klar. Oh, ich habe irgendwas niedergefahren. K. Da ist ein blauer übrigens. Ich habe ihn gesehen. Versteckt sich hinter dem Auto hier. Schnell mal eingesammelt. So, das hier vorne kann man noch kaputt machen. Boah, das ist echt schwierig. Dieses Ding dann zu fahren. Die sind sehr träge, ne? Ja. Aber ich erinnere mich dran, wie toll man fliegen konnte. Oh, da ist eine Möhre. Was geht denn da? Ich habe gerade rausgehen. Die habe ich auch rausgeholt.
Okay. Ach so. Guck mal, das wäre gar nicht aufgefallen, wenn wir gedacht haben, scheiß drauf, auf das Ding. Nicht so schnell. So schnell bin ich nicht. Ah, ich bin doch gekrückt. Okay. So. Okay. Das Spiel ist einfach so entspannend, ne? Da kannst du wie Mist machen. So, wir sammeln. Ich sammle jetzt noch eben hier, weil die 10 Minuten sind nämlich jetzt um. Das ist schon. Ja. Ja. Lass doch die Möhren noch schnell hochgehen und dann. Genau, ich wollte nur sagen, dass wir die Möhren noch hochgehen lassen und währenddessen schon mal unsere Zuschauer verabschieden. Da hinten ist auch noch einer. Mhm. Jetzt sind noch zwei, sind hier noch drei. Und dann hier die letzte. Ja, und dann sagen wir schon mal tschüss. Könnt ja mal gucken, es gibt auch noch ein paar andere tolle Videos, die dort sind. Ich sag das jetzt mal ganz unverfohlen. Währenddessen die letzte hochgeht. Ich finde die bestimmt links und rechts, die habe ich bestimmt ganz klasse dahin sortiert. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.